Los Angeles, Kalifornien. Hier ist alles einen Tick größer. Wer kann, gibt mit dem Auto an. Wie gemacht für einen Ausflug ins Nachtleben, extra lange Geländewagen. Dieser Hummer bietet 15 Personen allen Komfort. Die stabile Bauweise erlaubt Feiern ohne Kompromisse. Stretch-Limousinen haben Glamour und sie haben ihren Preis. Wer sich am Markt behauptet, wie der Fabrikant Robert Strasser, hat gut lachen. Am lustigsten sind die Stars. Mike Tyson schenkte mir einen Pelzmantel, Bob Hope goldene Martini-Gläser. Es ist die wunderbare Welt der Reichen und Berühmten. Und jeder hat etwas zu feiern. Venice Beach. Hier aufzufallen ist nicht leicht. Der Limousinen-Großhändler Robert Strasser zeigt gerne, dass er es geschafft hat, sich einen Namen zu machen. Limo Bob. Ein Schwergewicht in der Autobauerbranche. Unüberhörbar beim Verkaufen von Stretch-Limousinen. Immer im mobilen Einsatz. Mit seinem Partner Vincent Berger macht sich Limo Bob morgens auf den Weg in die Firma. Im Mini kann es eng werden, wenn man gut gefrühstückt hat. Wieder mal gibt es Streit, wer diesmal steuern darf. Meistens siegt Vinny, genannt Big Daddy. Der Mini Cooper Stretch, 7,50 Meter lang, 2,5 Tonnen schwer, 326 PS, dank der Kraft zweier Motoren. Und in alle Richtungen lenkbar. Menschen wie Vinnie und Bob machen das Autogeschäft zum Vergnügen. Beide haben sich von ganz unten hochgearbeitet. Eine gute Autostunde von Los Angeles entfernt werden amerikanische Träume wahr. Im Werk von Ultra Limos. Hier steht immer eine Auswahl von Traumwagen zum Mitnehmen bereit. Die gängigsten sind Klassiker wie die Modelle von Cadillac oder Rolls-Royce. Limousinen sollen vor allem eins, aus dem Rahmen fallen. Die Länge wird zum Selbstzweck. Jedes neue Modell soll andere überflügeln. Big Daddy Limo Bob. Limo Bob und ich, wir stretchen einfach alles. Limousinen sind die Welt von Vinny und Bob. Alle Farben, alle Formen haben sie probiert. Von klassisch über modern bis hin zu futuristisch. Und den Dragster für das Hobbyrennen. Der geltungsbewusste Autofahrer nutzt sein Spielzeug für den Trip in die Stadt oder genießt lange Wochenenden auf dem Land. Früher war bei 12 Meter Länge Schluss, heute darf es gerne mal etwas mehr sein. Die längste Limousine der Welt rollte mit über 30 Metern ins Guinness-Buch der Rekorde. Nichts für die Straße, ein Museumsstück. Die Helikopter-Limo hat als Hubschrauber schon im Vietnamkrieg gedient. Heute dient sie dem Vergnügen. Die Mini-Stretch ist eigentlich nur ein Zweisitzer. Falls aber unbedingt noch jemand mit soll, gibt es einen Platz in der eingebauten Badewanne. Ein nagelneuer Lincoln Town Car fährt vor. Sein Besitzer Albert Wayner betreibt einen Limousinen-Service mit einer Flotte von 10 Wagen. Der Lincoln soll Straßenschlachtschiff Nummer 11 werden und 3,50 Meter länger als jetzt. Bob bespricht mit seinem Kunden jedes Detail. Der Autoverleiher rüstet das Schmuckstück für private Großveranstaltungen auf. Von Glanz und Gloria spürt man in der Montagehalle wenig. Die mexikanischen Arbeiter ziehen jede Woche 20 Autos lang. Alberts Auto wird etwa 3 Wochen hier bleiben. Schritt 1, eine gute Vorbereitung. Eine Abdeckung aus PVC verhindert Lackschäden. Spezialpapier aus Fiberglas schützt die Scheiben. Der Wagen wird entkernt. Jedes Teil erhält eine Nummer, die dem Fahrzeug zugeordnet ist. Wenn das Auto auf die Streckbank kommt, muss die Fahrerkabine leer sein. Die Innereien werden so lange in Kisten gelagert. Schritt 2, der entscheidende Moment. Die Karosse wird an der B-Säule zwischen Vorder- und Hintertür aufgeflext. Mit dem Handgerät Marke Allessäger kein Problem. Es geht mit jedem PKW. Vorder- und Hinterteil werden auf den richtigen Abstand gebracht. Die ersten Meter auf dem Weg zur Stretch sind zurückgelegt. Schritt 3, die Stabilisierung. Vierkantrohre aus massivem Stahl bilden die Basis jeder Verlängerung. Das Auto braucht solche Implantate, damit es nicht irgendwann mal durchhängt. Die Dach- und Bodenholme werden in die Karosserieteile eingelegt. Sie können bis zu 30 Tonnen Gewicht tragen.
Da gibt es keine Schwachstellen mehr. Wir strecken den Mittelteil mit Stahlträgern. Das ist dann stabil wie eine Brücke. Vinny produziert fast jedes Teil in seiner Fabrik selbst. Diese Presse formt die Seitenteile der Limousinen aus geraden Blechplatten. Stück für Stück entstehen so die Karosserieabschnitte, die gerade gebraucht werden. Das Fundament ist bereitet. Um alle weiteren Bleche anbringen zu können, darf sich der Autorahmen jetzt nicht mehr verziehen. Die Querstützen stabilisieren den Neubau in der Mitte, solange noch Verstrebungen und Dachträger fehlen. Die sogenannten Schweineschnitzel werden senkrecht auf die Pfosten geschweißt und halten die Flanken in Position. Die Kardanwelle ist im Original zu kurz. Sie erhält extra Lager und weitere Gelenke, damit die Kraftübertragung zwischen Motor und Radachse funktioniert. Jetzt sieht der künftige Straßenkreuzer zwar schon richtig lang, aber noch etwas spartanisch aus. Zusätzliche Türen kosten extra. Seitenwände vollenden die Karosserie auch so. Zum Schluss gleicht Thermolack die eingesetzten Teile farblich ans Ursprungsauto an. Vorher wird grundiert. Schwarz und Weiß sind die Standardfarben. Andere sieht man auch im bunten LA selten. Polster werden gerne in dunklen Tönen bestellt. Die gelten als schmutztolerant. Das Material für zusätzliche Sitze liefert der Originalhersteller. Innen ist noch viel zu tun. Jede Limousine ist anders. Da liegt die Tücke oft im Detail. Chefdesigner Pat Butler überwacht die Einbauten. Es gibt da keine Grenzen. Alles, was Sie sich ausdenken, wovon Sie träumen, wir bauen es Ihnen ein, solange Sie das Geld aufbringen können. Das ist das einzige Limit für uns. Der Geschmack der Besitzer fällt mal geschäftsmäßig rational aus, mal fantasievoll kitschig. Ob Badezimmer oder Disco, Aquarium oder Kamin. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Solche rollenden Kleinode fordern allerdings ihren Tribut. Eine zweite Lichtmaschine muss für den zusätzlichen Strombedarf sorgen. Die Fahrzeugaufhängung verlangt nach Leistungsstoßdämpfern mit verstärkten Federn. Ein Geländewagen eignet sich deswegen oft besser zum Stretchen als ein normaler PKW. Letzte Handgriffe vor dem Finish. Das übernimmt der Polierer. Der ultimative Weg zum Glanz bleibt Betriebsgeheimnis. Albert ist zurück. Der Argentinier will sein getuntes Fahrzeug selbst abholen. Den Besitzer begeistert vor allem das Interieur. Leuchtdioden in allen Farben sorgen für einen ausgefallenen Look. Für jedes Getränk gibt es das passende Gläsersortiment. Albert nimmt seine neueste Limousine genau unter die Lupe. Denn auf die verlängerten Autos gibt es keine Garantie. Es gilt, gekauft wie gesehen. Bei aller Klasse, die die fahrenden Wohnzimmer auszeichnet, etwas unpraktisch sind sie schon. Enge Kurven und Tempohemmschwellen sind für den Fahrer eine Herausforderung. Alle Achtung heißt es bei den beliebten Drive-Ins. Extra lang auch die Suche nach Parkplätzen. Mindestens zwei braucht es schon. Einparken wird zur Geduldsprobe. Wenn Limobob mal nicht arbeitet, fährt ihn sein Chauffeur Walter. Seit 25 Jahren im Dienst, 24 Stunden am Tag verfügbar. Walter wartet den Wagen und versorgt ihn mit Treibstoff. Auf den Cent kommt es Bob zum Glück nicht an. 20 bis 30 Liter verbraucht so ein Luxusauto. Umgangsformen und Outfit sind so wichtig wie das korrekte Öffnen der Tür. Fahrgäste suchen oft das Gespräch. Verschwiegenheit ist oberste Devise. Was im Auto gesagt wird, bleibt im Auto. Und auch sonst muss man konsequent sein. Hey Walter, willst du einen Cocktail? Nein, danke, Sir. Bist du sicher? Ganz sicher, ich fahre. Damit sich Chauffeur und Fahrgäste nicht zu nahe kommen, gibt es eine Trennwand. Oftmals ist die bitter nötig.
Auch ich habe natürlich unflätige Fahrgäste erlebt. Ich sagte ihnen, machen Sie mal halblang, wenn nicht, würde ich Sie absetzen, wo ich gerade bin. Ich hatte kein Problem damit, sie auch mal bei der nächsten Polizeiwache abzuliefern. Es ist eben nicht jeder, der in einem langen Auto sitzt, auch ein Gentleman.